Wir haben gute Arbeitsmarktzahlen und trotzdem sind viele Leute unzufrieden. Deshalb geht es jetzt um Jobs und faire Bezahlung. Ich komme auch aus einem Haushalt, wo es Arbeitslosigkeit immer mal wieder gab. Es ist schon schwierig, wenn man nur Hartz IV kriegt. Es ist schwierig. Erzähl meiner 54-jährigen Frau, die 4 Kinder großgezogen hat, dass ich seit 30 Jahren langzeitarbeitslos war. Viele Menschen verdienen einfach nicht genug Geld, um damit über die Runden zu kommen. Zwar gibt es einige, die freiwillig in Teilzeit arbeiten, aber doch gibt es auch viele, die trotz Vollzeitjob ihr Einkommen vom Arbeitsamt oder Jobcenter aufstocken lassen müssen. Wiederum andere können nicht sparen, weil sie nur befristete Arbeitsverhältnisse haben. An ein Auto oder Altersvorsorge oder Vorsorge für die Kinder ist dabei nicht zu denken. Andere wiederum haben überhaupt keinen Job. Ich treffe nun Menschen, die in diesen Situationen stecken oder etwas an diesen Situationen ändern wollen. Mich interessiert, wie die Leute darüber denken. Und deswegen frage ich sie jetzt danach. Darf ich fragen, was Sie beruflich machen? Ich arbeite Pflegeassistenz, Krankenhaus. Ich bin beim medizinischen Dienst. Ich bin Geiger. Rentner sein. Ich bin Sängerin, selbstständige Sängerin. Ich bin PR-Beraterin. Kommen Sie mit Ihrem Einkommen aus? Ja. Mhm. Gerade so. Ja. Nein, überhaupt nicht. Was sagen Sie zu Leuten, die keine Arbeit haben? Einige können nicht mehr und andere wollen nicht. Ganz verschieden. Wenn sie krank sind, aber drum und dran oder nicht arbeiten können, weil sie halt, weiß ich nicht, geistig nicht dazu in der Lage sind, sollten die nur den gleichen Lohn kriegen wie die anderen noch, also so einen Grundlohn bekommen, genau wie die anderen. Was denken Sie über Leute, die aufstocken müssten? Das mache ich. Das ist sozial ungerecht, eigentlich. Ja, weil man wenigstens von seinem 40-Stunden-Arbeitstag leben können muss. Finden Sie die Bezahlung in Deutschland der Leute okay? Ich würde schon sagen, ja. Sicherlich gibt es Manager, die Gelder verdienen, die sie nicht verdienen. Ich finde die Bezahlung einfach nur scheiße. Das auch noch. Also den Mindestlohn auf 8,50 hätten sie mal auf 9 Euro hochschieben können. Also so ein Grundeinkommen wird mir auch gefallen. Also dass man mir machen kann, was einem Spaß macht. Was würden Sie dann machen? Das Gleiche wie jetzt. Ich finde es erstaunlich. Ich bin keine 20 Meter weit gegangen und habe völlig verschiedene Perspektiven auf die Einkommenssituation in Deutschland erlebt. Dennoch scheinen die meisten ähnliche Vorstellungen davon zu haben, was gerechte Bezahlung ist. Aber es geht nicht nur um Geld. Wie wichtig ist den Menschen das Gefühl, abgesichert zu sein und an der Gesellschaft teilhaben zu können? Und ist Selbstverwirklichung ein Luxus? Ich besuche jetzt den YouTuber Robert Hofmann, alias DVD-Kritik. Bevor er Erfolg hatte, versuchte er ein paar Jahre lang, sich als Schauspieler durchzuschlagen. Die sind Rückschläge, Verdienstpausen und immer mal wieder den Gang zum Jobcenter gewohnt. Ich möchte von ihm wissen, wie er diese Situation erlebt hat. Hallo, ich bin Robert Hofmann, 30 Jahre alt, aus Berlin und nach meinem Abitur 2006 habe ich als Schauspieler gearbeitet. Zeiten gab, in denen es toll lief, aber auch Zeiten gab, in denen es schwierig war und ich zum Jobcenter musste. Inzwischen bin ich YouTuber und Filmkritiker seit 7 Jahren, liebe meinen Beruf und liebe Filme. Es kann im Leben immer mal mies laufen, aber wichtig ist, was man draus macht und dass man versucht, glücklich zu sein. Du lebst ja von deinem YouTube-Kanal inzwischen. Ja. Ist so eine YouTube-Arbeit, wenn man das jetzt so nennen kann, eigentlich nicht auch unglaublich risikobehaftet von Trends und Algorithmen? Was ist 2017 nicht risikobehaftet, habe ich persönlich zumindest das Gefühl. Wir stecken gerade in einem Autodieselskandal. Selbst die Mechaniker oder Mechatroniker, die bei VW arbeiten, müssen sich jetzt Sorgen machen, ob sie noch einen Job haben in 3 Jahren. Und das wäre so quasi einer der Berufe, wo ich denken würde, das ist irgendwie bombenfest im Autoland Deutschland. Wie hast du denn die Phase überhaupt überbrückt, bis du von dem YouTube-Leben leben konntest?
Tatsächlich, muss ich sagen, hatte ich immer sehr großes Glück mit dem Arbeitsamt. Wenn ich dann dort war und meine Pläne erläutert habe und die auch gesehen haben, okay, da kommt ein Einkommen rein und das wird immer größer und es wird immer größer, waren die sehr verständnisvoll. Also mir ist das immer so entgegnet, dass man, oder begegnet, dass man gesagt hat, Herr Hofmann, wir sehen Sie, Sie engagieren sich sehr, Sie geben sich sehr Mühe und deswegen wollen wir Sie jetzt auch gar nicht weiter behelligen oder zwingen zu den oder den Vorstellungsgesprächen. Sie gehen da einen guten Weg. Was denkst du über Leute, die keinen Job haben? Nun ja, ich habe das selber erlebt. Ich habe da erstmal kein Vorurteil. Das muss man individuell immer beurteilen oder beziehungsweise schauen, wie es dazu gekommen ist. Erstmal nehmen wir Themen wie Krankheit oder andere Dinge raus, wo Menschen erstmal überhaupt gar keinen selbstverschuldeten Beitrag dazu geleistet haben. Ich komme auch aus einem Haushalt, wo es Arbeitslosigkeit immer mal wieder gab und ich den Menschen nie vorwerfen konnte, dass sie daran wirklich schuld waren und auch sehr darunter gelitten haben. Insofern, ich habe da keine feste Meinung, eher das Bedürfnis zu fragen, wie konnte es dazu kommen und was kann man dagegen machen? Was wünschst du dir denn, wenn du jetzt Bundeskanzler wärst zum Beispiel, was sich ändern sollte? Nummer eins ist für mich schon lange Bildung. Ich finde das sehr erschreckend, wie viele Menschen es gibt, die keine ganzen Sätze am Stück sprechen können oder ganze Texte ihre Meinung formulieren oder ganz klar ausdrücken mit bestimmten Worten, was sie empfinden. Und das hat sehr viel mit Bildung zu tun, wie wir miteinander umgehen im Kindergarten, das Begegnen unterschiedlicher Kulturen, das Aufklären der Eltern, wie man Eltern dabei unterstützen kann. Das heißt auch, wenn es mehr Löhne letztendlich gäbe, dass sie mehr Zeit für die Erziehung haben. Und ich glaube, wenn wir mit Werten aufgezogen werden, mit Kommunikation untereinander, wir automatisch zu einem besseren Umgang kommen, zu einem besseren Erfassen und Wissen über gesamtgesellschaftliche Ereignisse und wir dann sehr viel befriedeter in unserem weiteren Lebenslauf miteinander umgehen. Also es fängt ganz früh an. Für mich ist es Kindergarten und Bildung. Glaubst du, wir können mit unserer Stimme zur Bundestagswahl etwas ändern? Die Frage selbst ist ja eigentlich schon eine Schande, wenn man so will. Jede Stimme zählt, so funktioniert Demokratie. Super, Robert, das hat Spaß gemacht. Das war mir eine Freude. Wir sehen uns wieder. Ich hoffe das auch. Und viel Spaß noch im Kino. Und nicht vergessen, wählen zu gehen. Natürlich nicht. Alles klar. Tschüss. So eine Karriere als YouTube-Star ist sicherlich die absolute Ausnahme. Als Vorbild für Menschen, die in prekären Verhältnissen leben, dient sie sicherlich nicht. Ich treffe nun einen Arbeitslosengeld-2-Empfänger und höre mir seine Geschichte an. Mein Name ist Edwin Frank. Ich bekomme Hartz IV. Seit 2007, 2008 bin ich auf Dauer arbeitslos. Davor die Zeit war ich ziemlich aktiv. Hauskrankenpflege, pflegerische Hilfskraft. Oder ich habe im Bühnenbau gearbeitet, habe da alles Mögliche durch. Man könnte zu mir sagen, ich bin Lebenskünstler. Edwin, was heißt es, wenn man keine Arbeit hat? Ist schon schwierig, wenn man nur Hartz IV kriegt. Es ist schwierig. Du bist immer die letzten 10 Tage des Monats, 7 oder 8 Tage, bist du permanent absolut pleite. Und du musst überlegen, wie kannst du die Waschmaschine reparieren lassen oder wie kannst du eine andere Hose besorgen. Die Zeitung kannst du dir nicht leisten oder Internet erst, wenn man mal wieder Geld hat oder solche Sachen. Es ist schon richtig, richtig schwierig. Aber warum glaubst du, findest du hier keinen Job mehr? Der Markt richtet sich nicht nach den Menschen. Was entgegnest du Leuten, die sagen, Menschen, die keine Arbeit haben, sind zu faul? Die Leute brauchen Arbeit, die Leute wollen Arbeit, die wollen irgendwas zu tun haben, wenn sie noch 3 oder 5 Stunden in der Woche arbeiten. Ich selber oder in meinem Bekanntenkreis, wenn ich handwerkliche Tätigkeiten mache, für Freunde, für andere, dann habe ich was zu tun, das brauche ich. Was für Umschulungsmaßnahmen hast du schon alle durch? 200 Stunden Pflegekurs, Staplerschein und viele Sachen habe ich dann abgelehnt. Was passiert denn, wenn man das ablehnt? Es wird immer gedroht dann mit einer Sanktion. Wenn du kommst 2-mal zu spät oder verwechselst den Termin, hast trotzdem noch ein Gespräch, aber trotzdem kriegst du einen Brief, ja leider müssen wir sie sanktionieren, 30, 40 Euro weniger. Und das ist richtig, richtig viel Geld. Was macht das mit den Menschen, die auf das Geld angewiesen sind? Angst. Du hast hier eine soziale Angst. In der DDR hatten wir die soziale Angst nicht. Das ist für mich der große Unterschied. Wenn du keine Jobs hast, dann willst du zwingen. Was sollen die Leute machen? Das Zwingen hat keinen Sinn, auch die Sanktionen nichts. Dann irgendwie fasst sich immer der Mensch an und sucht eine Lücke, wie er da rein oder rauskommt, ganz klar. Danke für das aufschlussreiche Gespräch. Das hat mich wirklich sehr zum Nachdenken gebracht. Vielleicht bis zum nächsten Mal, jederzeit wieder. Gerne. Dass Menschen, die arbeitslos sind, faul sein und selbst an ihrer Situation verantwortlich sind, habe ich persönlich nie geglaubt. Wahrscheinlich sind die Jobcenter besser als ihr Ruf.
Aber ich habe viele Kommentare von Menschen in den sozialen Medien bekommen, die der Geschichte ähneln, die Edwin mir erzählt hat. Die Sanktionen führen zum Gegenteil dessen, was sie erreichen sollen. Und das knappe Budget hält die Menschen davon ab, hinaus ins Leben zu gehen. Das führt zu sozialer Angst. Und das macht mir persönlich auch Angst. Ich treffe jetzt eine Frau, die etwas tut, um die Lage am Arbeitsmarkt für Langzeiterwerbslose zu verbessern. Sie hat ein ökosoziales Unternehmen gegründet und mit ihr möchte ich darüber sprechen, wie sie über die aktuelle Arbeitsmarktsituation denkt. Mein Name ist Sina Trinkwart, ich bin 39 Jahre alt, Mutter eines 12-jährigen Sohnes und Unternehmerin. Vor jetzt ja, knapp 8 Jahren habe ich das erste ökosoziale Social Business in Deutschland gegründet. Gemeinsam mit 150 Kolleginnen und Kollegen produzieren wir am ehemaligen Textil-Weltstandort Augsburg wieder ökologische Produkte. In Zukunft arbeiten wir nicht mehr für das Bruttosozialprodukt, sondern für das Bruttosozialglück. Wie vielen Menschen gibst du Arbeit in deinem Unternehmen? Ich gebe keinem einzigen Menschen Arbeit in meinem Unternehmen, sondern ich bin in der glücklichen Position, dass fast 150 Menschen mir ihre Arbeitskraft geben. Das heißt, es hat keine Gewinnabsicht, sondern einfach nur bei der schwarzen Null rauskommen am Ende? Naja, eine Gewinnabsicht habe ich schon, und zwar den menschlichen Gewinn, aber nicht die monetäre Geschichte so nach vorne zu ziehen. Ja. Du sagst, dass du dich gegen den Begriff Langzeitarbeitslose wehrst und findest, dass man eher Langzeiterwerbslose sagen sollte. Ja, sagen muss, weil genau darum geht es ja. Wir sprechen ja hier von Menschen, die einfach nicht in unserer Erwerbstätigkeit, wie wir sie kennen, Platz finden oder die einfach ihren eigenen Erwerb nicht erwirtschaften können. Keiner von denen hat aber jemals irgendwie keine Arbeit gehabt. Ja? Erzähl meiner 54-jährigen Frau, die 4 Kinder großgezogen hat, dass ich seit 30 Jahren langzeitarbeitslos war. Tradition der Sendung Responsive ist, dass ich immer auch oder oft meinem Gast Social-Media-Fragen stelle. Okay. Darf ich dir auch ein paar Fragen stellen? Ja, natürlich. Mäulende Myrte fragt auf Twitter, Langzeitarbeitslose als Geschäftsmodell, lässt sich gut davon leben? Es ist kein Geschäftsmodell, weil wenn es ein gutes Geschäftsmodell wäre, dann wundere ich mich, warum ich der Einzige bin momentan, der das macht. Brummel fragt auf Twitter, wie viel Förderung erhält das Unternehmen pro Arbeitsplatz oder funktioniert es tatsächlich ohne Zuschüsse? Wir sind ja keine Wiedereingliederungseinrichtung. Ja? Also wir sind ein stinknormales Unternehmen. Wir erhalten keine Förderung pro Arbeitsplatz. Dominik fragt auf Facebook, hast du das Gefühl, dass Langzeitarbeitslose aufgrund ihrer beruflichen Biografien einen anderen Umgang bzw. Zuwendung seitens des Arbeitgebers bedürfen? Ja, ganz klar, ja. Also wenn wir von Langzeiterwerbslosen sprechen, ja. Meistens haben sie gar keine berufliche Biografie. Ja, sonst wären sie nicht langzeiterwerbslos. Das war ein super spannendes Interview, Sina. Danke, Raul. Schön, dass wir uns hier in Dresden treffen konnten. Ja. Viele Menschen glauben, wer keine Arbeit hat oder wenig verdient, müsse sich einfach mehr anstrengen. So leicht ist das allerdings nicht immer. Manchmal stecken dahinter auch Geschichten wie Krankheiten oder Massenentlassungen. Vielleicht müssen wir uns auch die Frage stellen, welche Rolle Arbeit in unserem Leben spielt. Wie wollen wir mit denen umgehen, die arbeiten können, aber nicht wollen? Oder jenen, die arbeiten wollen, aber nicht können? Oder jenen, die arbeiten, aber es nicht zum Leben reicht? Oder jenen, die gar keine Arbeit haben? Wahrscheinlich gibt es darauf keine einzige Antwort. Was sagt ihr? Geht's auf dem deutschen Arbeitsmarkt fair zu? Schreibt's mir hier in die Kommentare. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst einen Daumen da. Ich freue mich auf euch nächste Woche. Tschüss.